Hallihallo, hier ist wieder der Martin aus Bangkok. Heute machen wir eine Runde in Chinatown. Ich bin mit der MRT gefahren, hier zur Station Wat Mong Kon. Der Tempel ist gleich hier nebenan. Und da kommst du aus dem Ausgang Nummer 3 heraus. Anderenfalls gibt es hier noch zwei andere Ausgänge. Der eine auf der anderen Seite und einer ein bisschen weiter rüben, wenn du direkt ins Chinatown möchtest. Aber wir machen erstmal hier einen kleinen Rundgang, schauen am Tempel vorbei und gehen dann durch den Markt hier. Der ist nämlich direkt hier gegenüber von der Station, vom Ausgang 3. Und da kommen wir durch Richtung Yao Barat, Richtung Chinatown direkt. Ein sehr schöner Markt. Es ist jetzt Mittagszeit. Wir haben jetzt Viertel nach 12. Und hoffentlich bleibt das Wetter so, wie es ist. Also es gibt hier schon eine kleine Gasse, da kann man normalerweise ruhig mal reingehen, wenn man von hinten zum Tempel will. Da gibt es also auch noch einen Zugang. Da sind auch ein paar Straßenhändler und Restaurants. Wir machen aber jetzt nur hier die kleine Runde vorm Tempel, um zu sehen, wie das Ganze hier aussieht. Chinesisch, wo man hinschaut, also was hier Souvenirs und so weiter angeht. Hier ist man richtig aufgehoben, natürlich drauf auf der Yao Barat gegenüber auch. Hier so kleine, ja, alles was mit China zu tun hat, gibt es also hier. Selbst die Chinesen kaufen hier ein. Man fragt sich manchmal, ob es das nicht auch in China gibt. Aber auch der Tempel hier ist sehr berühmt. Da waren Umbauarbeiten, ich weiß nicht, ob die schon abgeschlossen sind. Wir werden nur mal am Eingang hier so einen kleinen Rundumblick machen und gehen dann in den Markt, weil das würde uns zu sehr vom Chinatown wegbringen. Also, wir verlieren sonst so viel Zeit. Ja, wie ich sagte, die Bauarbeiten sind wohl noch im Gange. Deswegen ist ja auch hier der Eingang gesperrt. Man muss also jetzt hier den Nebeneingang nehmen, also einmal quasi um den Tempel herumlaufen. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Schönes Wetter. Wir gehen dann also jetzt direkt zum Markt. Also das ist immer, was ich sage. Man kann nicht wirklich Pläne machen. Kann auch sein, dass er gar nicht zugänglich ist im Moment. Man weiß es oft nicht. Also flexibel sein ist oberste Regel hier in Thailand. Es kann sich von heute auf morgen so vieles ändern. Ihr habt das wahrscheinlich auch in der Vergangenheit bei einem ein oder anderen Video schon mitbekommen. Du planst irgendwo hinzugehen, aber einmal ist da nichts mehr oder ist was Neues. Ja? Also ist nicht schlimm, ist halt nur gewöhnungsbedürftig. So, jetzt geht's ab hier in den Markt. Ein ganz toller, altertümlicher Markt. Natürlich chinesisch. Und hier sehen wir auch ein paar Restaurants, wo gekocht wird. Ich hoffe, jetzt ist auch genug los, weil es ist mächtig warm heute. Aber Chinatown ist eigentlich immer gut für einen Besuch. Also wer es eh nicht so voll mag, der ist jetzt um diese Zeit auch gut aufgehoben. Auch die Gerüche hier, das ist wirklich... Hier wird ja auch Frisches verkauft. Also nicht nur, ja, nicht nur gekocht, sondern wirklich auch von Fleisch angefangen, über Fisch, Seafood, Gemüse, Salate, aber auch Süßigkeiten, viele, viele Süßigkeiten. Und wir schauen jetzt mal, was uns hier so erwartet. Auch solche Geschäfte hier mit Stoffen und Schmuck, ja, also alles wird hier angeboten. Dann gibt es auch hier einige Läden, die hier zum Beispiel die Bäckerei hier, die produzieren auch teilweise dann für später, für wenn nachmittags draußen der Chinatown Yao Barat Straßenhandel losgeht, wird von hier aus quasi vorbereitet und geht dann hinterher darüber. Also ganz berühmt auch hier sind Wurzeln, hier sind getrocknetes Obst, hier sind Shrimps. Getrocknete Shrimps. Viele tolle Sachen hier. Und hier ist das erste Restaurant. Zur Mittagszeit normalerweise schwer reinzukommen, weil es nicht groß ist und entsprechend schnell voll. Hier werden Nudeln gekocht, hier Nudeln. Das Ganze nennt sich hier Hongkong-Nudeln. Ja? Und hier gibt es Preisen, guck mal hier. Kosten also die Mittagsgerichte so 60 bis 75 Baht. Nudelgerichte. Und da wird jetzt die... Ah, guck mal, da ist er.
Ja, da werden die Enten rausgeholt. Aber auch hier gibt es Mukrob. Schön mit den Nudeln. Hier wird ein Teller vorbereitet. Schau mal her. Und hier die Dumplings natürlich auch. Kommen ins Wasser. Also das sind jetzt hier die Eiernudeln. Ich mag natürlich auch die Reisnudeln, die Röllchen-Reisnudeln. Guck hier, so muss das aussehen. Die Dumplings da rein, die Eiernudeln. Dann kommt noch ein bisschen Fleisch drauf, rotes Schweinefleisch. Vielleicht sogar noch unsere knusprige Variante hier. Und dann sieht das Ganze so aus. Guck mal. Ja, das ist jetzt die Variante ohne Suppe, also Kwitiao Hang nennt sich das Ganze und Kwitiao Nam entsprechend mit Brühe, mit Suppe. Kann aber auch sein, dass gleich noch die Brühe oben drauf kommt, glaube ich aber nicht, weil er die Soße auch oben drauf gemacht hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass es also keine Suppe gibt. So, und das wird gleich von den anderen Kollegen abgeholt hier und reingebracht. Da gibt es Zettelchen drauf. Und weiter geht's. Einer meiner Lieblingsläden hier. Also kann ich auch den ganzen Tag stehen bleiben. Ja, wir machen uns jetzt auf dem Weg, wie gesagt, durch zur Yao Barat. Da gibt es noch ein paar andere Stände natürlich. Auch Restaurants hier. Hier wird normalerweise. Normalerweise steht hier der Kollege und ist hier am Frittieren. Ja, hier gibt es also frittierten Tofu und Frühlingsrollen und das Typische. Und hier ist jetzt der Kollege, der Koch. Der macht auch die Dumplings gerade. Ente ist in der Auslage. Hier kostet 50 Baht zum Beispiel, so ein Gericht hier. Ja, auch hier die Gyozas. Shrimp Balls, das sind die kleinen hier. Auch sehr lecker. Also wer Hunger hat, ist hier richtig aufgehoben. Ja, was ich immer sage, keine Angst, ruhig mal was probieren. Wenn es nicht schmeckt, ja, dann weiß man es halt wenigstens fürs nächste Mal. Und immer schön aufpassen hier, Motorbikes kommen auch hier durch. Auch viele Obsthändler hier, guck mal hier, diese riesen Kirschen hier. Also da kann man doch mal gucken. Die getrocknete Pilze zum Beispiel, sehr, sehr lecker. Und hier das chinesische Tee. Also die schwarzen Jellies, die sind ohne Zucker nicht so lecker, finde ich. Da muss also schon der Zucker drauf. Das ist ein Grass Jelly. Also hier ist so eine Art. Was wird das sein? Wird das so eine Art Algenjelly sein? Oder wer es weiß, ruhig unten rein. Und jetzt kommt die Zimt. Ist das die Zimtstange? Nee. Nein, das sah aus wie eine Zimtstange. Hier ist ein Strohhalm. Ja, für unsere Verhältnisse ist das natürlich teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber hier hängen die Enten, die Hähnchen. Hier liegt der Fisch. Also, das ist ja so. Schon immer gewesen, das bleibt aber so, hoffentlich. Und hier die Motorräder, of course. Aber hier, das ist so. Ja, das ist nicht nur hier in Chinatown, das ist generell in Thailand überhaupt kein Problem. Hier zum Beispiel, hier so Snacks, so Shrimp-Snacks, getrocknete Cracker und so weiter. Hier gibt es wirklich viel und in großen Gewinden auch. Guck mal hier diese riesen Tüten hier. Gibt es auch zum Mitnehmen. Riesendinger da. Cracker. Ja, das ist zum Beispiel auch einer der Geschäfte, die hier produzieren. Das ist also nicht nur, dass die fertige Ware hier verkaufen, sondern wird hier produziert. Wir machen mal einen kleinen Zoom in die Küche rein. Ja, da werden also
sowohl Dumplings gemacht, die kleinen Fischcakes und, und. Seht ihr, was da für ein Riesenberg an Fleisch liegt? Ja, wird also alles hier vorbereitet. Da hinten sind riesige Kühlhäuser. Alles hier direkt auf dem Markt. Ja, dann auch hier Gewürzläden. Also hier gibt es alles, was die Küche benötigt an Gewürzen. Natürlich auch so Nüsse und hier sogar Linsen. Linsen sehe ich hier. Aber auch, wie gesagt, alles. Von Pfeffer, Salz und alle anderen Gewürze, die man so braucht. Und Teeläden. Es gibt hier Teeläden ohne Ende. Ja, das ist natürlich Supermarktkram hier, sag mal. Aber man kann auch hier reingehen und dann gibt es dann auch lose Kräuter, lose Gewürze. Alles hier. Ja, hier, die gehen teilweise wirklich tief rein, die Läden hier. Und da hinten wird wieder was vorbereitet. Ja, kann sein, dass das Seafood auch ist. Ja, wird also noch jede Menge benötigt. Nicht nur für den Markt hier, sondern auch später für die Kollegen auf der Jabarat. Und hier eine Auswahl an Tee. Ja, hier Jasmin-Tee zum Beispiel. Aber auch hier getrocknete Rosen, ja, Rosenblüten. Viele verschiedene Teesorten und. Getrocknete Pilze wieder. Guck mal hier, das sind Pilze. Verschiedene Arten Pilze. Alles, was man braucht. Ja, und natürlich auch hier Fruchtfleischabteilung. Man kann auch hier durchgehen. Das ist auch eine Gasse, wo wir jetzt keine Zeit für haben. Aber da hinten werden zum Beispiel auch diese langen Würste gemacht. Also in den Seitengassen, da sind richtige Produktionsbetriebe, die also nicht nur für den eigenen Laden, sondern auch für viele andere produzieren. Und wenn ihr ganz früh morgens hinkommt, ist das auch interessant, so zwischen halb sieben bis acht, halb neun. Da ist richtig viel los. Vielleicht ein anderes Mal die Gelegenheit, hier in Chinatown einen frühen Morgen zu erleben. Alles immer unterschiedlich. Ich bin schon mal zur Mittagszeit hier gewesen, da war es brechend voll. Kommt auch darauf an, was für ein Wochentag es ist. Nicht nur unbedingt am Wochenende, sondern gerade in der Woche auch. Hier zum Beispiel auch. Ja, hier ist eine tolles Restaurant. Nee, ist kein Restaurant. Die verkaufen also nur außer Haus. Aber wie gesagt, auch alles, was man so braucht hier. Ja. Aber teilweise sind es wirklich ganz kleine Restaurants. Da sind zwei Tische da hinten. Und dann ist Feierabend. Und dann Platz ergattern kann, reicht es ja auch meistens. Ja, alles zum Mitnehmen hier. Schön abgepackt und verschweißt. Und jetzt haben wir vor uns schon den Ausgang, quasi das Herz von Chinatown. Da kommen wir jetzt hin. Hier ist also abends das meiste los, wenn wir jetzt hier rausgehen. Das ist so, werde es gleich sehen, da geht eine Gasse gegenüber noch rein. Da können wir auch später zum Wanglang Market durchgehen. Ja, hier geht es also jetzt raus. Immer was zu tun hier. Und immer kommen aus beiden Richtungen Motorräder. Und jetzt geht's hier raus. Und hier, ihr seht schon, wer schon mal hier war oder wer ein paar Videos gesehen hat, hier ist abends wirklich, wirklich die Hölle los. Hier vorne wird Seafood verkauft, da gehen wir mal gucken. Ein ganz toller Stand. Und die ganze Abteilung hier vorne, der ganze Platz, ist tagsüber mit Obsthändlern voll. Abends müssen die hier verschwinden, weil dann die Restaurants aufbauen. Weil tagsüber ist das hier auch ein Obstparadies. Hier, man kann es hier sehen, Obststände ohne Ende. Hier kommen wir später nochmal vorbei, wenn wir hier durchgehen. Und dann gehen wir rechts hinter Wanglang Market.
Also eine schöne lange Meile, die wir da durchgehen werden. Und hier ist ein wirklich, wirklich berühmter Stand, der Seafood verkauft, nur tagsüber. Die bauen also um 17 Uhr bauen die ab und kriegen zwischendurch immer wieder angeliefert. Wir haben also hier von den frischen Shrimps über die Krebse, Muscheln. Ja, das sind also wirklich, frischer geht's nicht. Guck mal hier, das sind Farben, oder? Guck mal her. Und dazu gibt es die Mischungen, ja, die Chili, Lauch, Knoblauch, ja, alles was man so braucht. Und heute Nachmittag, so um 3 Uhr etwa, ist es hier brechend voll. Da musst du hier eine halbe Stunde stehen, um dran zu kommen. Ja, traditionsgemäß, also tagsüber ist in Chinatown nicht so viel los. Am frühen Morgen sind einige hier, die auch zum Frühstücken kommen. Aber am Wochenende sieht es hier total anders aus. Wir haben jetzt Wochentag und deswegen ist auch von Touristen nicht so viel zu sehen. Tagsüber die Sonne tut ihr Übriges. Also die meisten kommen dann am späteren Nachmittag, um hier auf und ab zu gehen. Und dann ab 17 Uhr wird auch hier ein Streifen der Fahrbahn gesperrt. Und dann fangen sie an, die Stände aufzubauen. Offizieller Beginn ist eigentlich 18 Uhr. Aber verkehrstechnisch ist es hier immer voll. Ich bin hier mal während Covid gewesen, da war Ausgangssperre. Aber ich bin vorher eingeladen worden bei einem chinesischen Restaurant da hinten. Die sind privat auch da gewesen. Da kam auch die Müllabfuhr, die nachts hier durchgefahren ist. Auch Polizei hat da in dem Restaurant während der Ausgangssperre ja, gegessen und getrunken. Und die haben mich dann später zum Hotel gebracht. Es war niemand auf der Straße, wie gesagt, Ausgangssperre. Einzige, was ich gesehen habe, waren zwei Ratten. Ansonsten war ich der Einzige auf der Straße. Niemand. Ich habe da, glaube ich, noch ein Foto von. Wenn ich das finde, muss ich das mal hochposten. Das ist wirklich atemberaubend. Niemand auf der Straße, kein Auto, kein Motorbike, auch keine Geräusche. Normalerweise, Bangkok ist ja laut. Du kannst da hinkommen, wo du willst. Immer laut. Es war totenstill. Ja, keine Verkehrsmittel unterwegs. Und also es war schon ja, verrückt. So, hier sind wir also vorhin rausgekommen. Wir könnten jetzt auch weiter geradeaus gehen und dann hinterher links. Das machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt schön hier hinten durch. Denn hier gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Ja, hier zum Beispiel. Hier wird Eis geschreddert. Ihr seht also die großen Eisblöcke hier. Ja, kommt in die große Maschine, wird geschreddert. Und der bringt dann das Eis zu den umliegenden Ständen und Restaurants. Ja, mit den Säcke. Zack. Zack, ist fertig. Dann geht's ab aufs Motorbike. Mit dem Seil drüber oder ja, hier so ein Gummi. Und dann geht's ab zum nächsten Kunden. So einfach geht das hier. Auf Anruf Eis. Ja, und hier, wie gesagt, die Obststände. Es gibt also kaum so viel Obst auf einem Haufen. Im normalen Straßenhandel wie hier in Chinatown. Ist ein bisschen teurer hier, of course. Aber sieht gut aus, oder? Guck mal hier. Das sind Farben, oder? Ich werde in Kürze schon, steht auf meinem Zettel, in Kürze schon ein Video machen. Ein Fruchtvideo. Also verschiedene Obstarten. Hier aus Thailand und die hier erhältlich sind, sagen wir so. Die kommen ja auch aus Nachbarländern oder von weit her. Und da mache ich mal ein spezielles Video. Thai Fruits and More. Ja, so ist mein Plan. Aber wenn man ganz viel Zeit hat, dann macht es wirklich auch Sinn, einfach mal geradeaus zu gehen und dann links. Da kommt man in Gassen. Da ist nicht unbedingt viel los. Also eins nach dem anderen nicht. Aber um da mal durchzugehen von A nach B, wenn man eine Karte dabei hat und weiß, wo man hinterher rauskommen möchte. Es ist sehr interessant, durch diese Gassen durchzugehen. Hier geht es auch noch weiter, aber nicht unsere Richtung heute. Guck mal hier, es sind wirklich große Geschäfte hier, wo die Leute einkaufen. Da kaufen also zumeist Händler ein, weil das ist wirklich quasi wie ein Großhandel hier. Wir werden später auch ein Schild sehen. Also wir können jetzt hier immer geradeaus gehen. Das geht wirklich ganz lang durch. Und
Da gibt es auch ein Schild, das nennt sich hier Chinatown Walking Street. Ja, ist natürlich leicht zu verwechseln, Walking Street, aber das ist hier Fußgängerzone halt, ja? Gehende Straße. Also ich kann euch sagen, wenn die Sonne rauskommt, dann brennt sie aber. Und hier gibt es auch eine Vielzahl von Restaurants. Gerade nicht so viel zu tun. Wir werden auch gleich irgendwo einkehren, was essen. Hier ist gar nichts los. Könnte verdächtig sein, man weiß es nicht. Aber wir essen auch gleich was. Eine schöne Nudelsuppe oder sowas in dieser Art. Ja, hier sind auch eine Vielzahl von Straßenhändlern. Und wenn du hier wieder durchgehst, hier kannst du zum Beispiel diese Gasse wieder durchgehen, dann kommst du auf die Jaubarat zurück und dann geradeaus, einfach nur geradeaus gehen, dann kommst du auch wieder durch eine andere Gasse zum Wat Mongkon. Und dann auf der linken Seite ist noch ein Tempel, auch sehr interessant. Aber auch hier wird frittiert den ganzen Tag. Guck mal hier. Das sind hier Bananen, oder? Ja, Bananen und Süßkartoffeln. Eine sehr, sehr tolle Mischung. Ich bin hier schon mal gewesen, habe ich eine Portion mitgenommen. Die Süßkartoffeln, die mache ich sehr gerne. Die sind gut frittiert hier, schön knusprig. Wenn die zu lange liegen, werden sie weich. Dann nicht mehr so toll. Aber hier, Fried Banana und Sweet Potato. Habe ich schon oft erwähnt. Gehört also zusammen. Gibt es auch einen Mix, musst du nicht extra... Ja? Gibt es eine Tüte, wo beides drin ist. Hier Fishballs. Also hier wird wirklich tagsüber schön ruhig hier. Am frühen Morgen zum Beispiel, der Markt hier macht ja schon ganz früh morgens auf. Wenn du am frühen Morgen um 7 Uhr hier bist, dann wirst du dich wundern, da ist es voll. Ja? Jetzt, wie gesagt, wegen des Wetters, Hitze tagsüber nicht so voll. Am späten Nachmittag nochmal. Also, wenn du was erleben willst, dann, also jetzt Menschen und Trubel und so weiter, dann kommst du besser hier am frühen Morgen hin. Perfekt. Dann gibt es auch teilweise noch mehr Essenstände, weil die Leute dann auch im Weg zur Arbeit sind oder zur Schule, zur Uni, wie auch immer. Und dann wird viel Straßenessen verkauft und gekauft. Also, der frühe Morgen ist sowieso. Ich liebe es wirklich in Bangkok, nicht nur, sondern auch überhaupt in Thailand, früh aufzustehen, früh raus. Ist es noch nicht so heiß und dann auf den Markt gehen, was essen. Dann kannst du ruhig wieder zurückgehen ins Hotel oder ja, in deine Unterkunft. Ein bisschen entspannen, aber früh aufstehen. Beste Zeit für den Urlaub auch. Ja, und hier immer wieder Restaurants. Manchmal nur ein Tisch, manchmal zwei Tische. Ja, und guck mal hier, die Preise. Das sind hier Nudelsuppen. 50 Baht, 60 Baht. Ja, das sind die beiden Preiskategorien hier. Also was will man mehr? Ich erinnere mich, früher war es 30, 40 Baht. Aber wie gesagt, teurer ist es überall geworden. Und immer wieder die kleinen Händler hier. So, und wir kommen jetzt gleich auf die Ratchawong-Straße, Ratchawong Road. Und da werden wir wohl fündig, um was zu essen. Und dann gehen wir später zum Pier, zum Ratchawong Pier und nehmen das Bötchen. Also hier jetzt Ratchawong Straße, Thanon Ratchawong. Hier sind viele, viele Straßenrestaurants auch. Da geht es jetzt durch, quasi immer weiter. Das ist der Wanglang Market. Da geht also, ich weiß nicht, da kannst du noch mal bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten mindestens gehen bis zum Ende. Wir machen uns jetzt aber auf dem Weg hier runter. Hier geht es auf der linken Seite, gibt es viele kleinere Händler. Und auf der rechten Seite gibt es ein paar Straßenrestaurants. Da gehen wir jetzt hin. Aber bevor wir rübergehen, will ich euch ja nicht vorenthalten. Gehen wir nochmal hier auf den Bürgersteig entlang. Damit ihr seht, dass hier noch so kleine Händler sind. Die verkaufen, wie gesagt, ich sag mal Krimskrams. Aber Masken, kleine Tütchen, Taschen, Schmuck, natürlich auch Essen, was für die Haare. Also das meiste ist hier wirklich, Frauen sind hier gut aufgehoben. Die werden hier immer fündig. Bei uns Männern ist das schon ein bisschen komplizierter. Aber hier, ja, so Kleinigkeiten,
Krimskrams, Haarbänder, Ketten, Taschen, Schleier. Das alles findest du hier in diesem kleinen Lädchen. Guck mal hier. Der hat nur so einen Vierlefanz. Ja? Poster. Hier Taschen, Handtaschen, Rucksäcke. Ja, das wird also hier verkauft. Und wir machen uns jetzt auf den Weg auf die andere Straßenseite. Also hier, Essenstände überall. Und wir müssen schnell rüberkommen. Hier auch nochmal eine Meile, wo es durchgeht. Also schnell über die Straße. Und hier sehen wir es auch. Das ist jetzt hier Sampeng Lane Market. Da oben ist das Schild. Da steht es auch drauf. Was ihr noch sehen könnt. Und zwar steht da. Ja. Das ist die Textilstraße hier. Sampeng Lane Market. Das geht also hier durch und durch. So, und auf diesem Bürgersteig genau das gleiche, so kleine Lädchen mit Krimskrams rechts und links. Und hier kommt gleich ein schönes Straßenrestaurant. Da machen wir einen kleinen Stopp. Hier ist zum Beispiel eins, aber hier ist mit Sitzen schlecht oder gibt es hier was zum Sitzen? Ah, Moment. Da vorne sind Tischchen. Dann können wir nämlich direkt hier bleiben oder wir gehen einen weiter. Wir schauen mal eben ganz kurz. Eben orientieren. Nee, ich glaube, hier bleiben wir. Hier setzen wir uns hin, essen ein schönes Süppchen und machen wir so einen Mix. Sieht gut aus. So, Suppe ist bestellt. Also noch nicht meine. Aber ich habe mir jetzt hier aus dem Mix was bestellt hier oben. Ja, das ist also das Schweinefleisch, rotes Schweinefleisch, kleine Scheibchen, Bällchen, alles dabei. Hier unten die Gewürze. Und dann nehme ich die breiten Nudeln, Senyai, guck mal hier. Meine Lieblingsnudeln kommen jetzt hier in die Suppe. Die werden die kurz einmal quasi nur ins Wasser getaucht, heiß gemacht, ja, durchgerührt. Dann kommen die Sprossen drauf, ein bisschen grün gleich noch. Dann wird Fleisch drauf gemacht. So, jetzt kommen die Gewürze und das Fleisch. Erstmal das Fleisch, ja genau, die Bällchen und Fleischscheiben. Guck mal hier, schön das gemacht wird. Dann kommen die Cracker drauf. Ja, Spezereien. Da kommt noch ein bisschen Schweinefleisch. Ja, da kommt. Und jetzt kommt die Brühe oben drauf. Und das Ganze kommt gleich zu mir an den Tisch. Ja, ich hoffe, dass wir am Tisch auch Gewürze haben. Ja, haben wir. Also, das kommt jetzt hier hin. Und hier lassen wir uns nieder. So, jetzt bringen sie noch den Auswahl an Gewürzen hier. Und schon ganz losgehen hier. Also, hier in so einem Pack ist immer drin natürlich Zucker. Zucker für uns ein bisschen befremdlich, aber die Thais machen überall Zucker drauf. Dann die Fischsoße als Salzersatz quasi. Dann gibt es hier das Chili-Pulver. Und hier, das ist ist Essig mit Chili. Ja, das ist also, was ich mit dran machen werde jetzt. Moment. Ich muss also jetzt ein bisschen umbauen gleich. Also jetzt kommt erstmal an die Suppe kommt ein bisschen Chili dran. Ja, kann ruhig ein bisschen was sein. Dann auch diese Essigsoße. Ja, kommt auch noch dran. Ich muss mal gucken, wo meine Kamera ist, wo meine Hand ist. Dann noch hier Fischsoße. Aber kein Zucker bitte. Das mache ich nicht so gerne. So, hier noch einmal, wie es wirklich aussieht. Also das ist wirklich ein Traum hier. Ja, das genehmige ich mir jetzt.
Ja, und jetzt haben wir es wieder. Das Gleiche, was ich immer sage. Wir bräuchten einen weiteren Winkel, aber nicht so einen Aufsatz. Ich plane schon die neue Kamerageschichte. Da mache ich ein eigenes Video drüber, wie und warum und wie wir das gemeinsam hinkriegen. Ja? Also jetzt hier die breiten Nudeln noch einmal, kann man eben zeigen. Ja, hier diese, ich mache sie so gerne, Schweinefleisch, das Rote, dann hier die Fischball klein geschnitten, die Sprossen, ja, alles wunderbar hier. So, ich esse jetzt ein bisschen hier. Und dann geht es gleich weiter in diese Richtung zum Ratschabong hier. Also, bis gleich. So, Suppe war gut. Ich habe eben bezahlt, 40 Baht. Und jetzt ist es auch hier schon wieder voller geworden, jeder Tisch besetzt. War wirklich gut, heiß. Und vor allen Dingen, dem Telefon hat es auch ganz gut getan, dass mal eine kleine Pause war. Das war kochend heiß. Ich sag ja, so ein Telefon ist schön und gut. Gut zu gebrauchen, alles wunderbar, kannst direkt hochladen, schneiden auf dem Telefon und. Aber die Hitze, wenn es draußen so warm ist wie heute und wir durch die Sonne laufen, Telefon wird richtig warm und irgendwann macht es nicht mehr mit. Also, dann schaltet es einfach aus. Deswegen war gut, eine kleine Pause gehabt zu haben. In der Abendstunde und der Nacht ist es kein Problem, oder innen sowieso nicht. Aber hier außen haben wir jetzt, wir werden 34, 35 Grad werden wir locker haben. Und wenn dann noch die Sonne drauf knallt, ihr wisst schon, dann gibt es ein Problemchen. So, wir gehen jetzt hier Richtung Ratchabong Pier. Und dann nehmen wir das Bötchen. Man kann hier auch mit dem Bus hinfahren, das werden wir gleich sehen. Das ist ja hier eine Sackgasse. Ratchabong Straße ist hier eine Sackgasse. Und da können wir gleich sehen, welche Linie hier hinfährt. Die fährt nämlich vom, zum Beispiel vom Central World aus hier hin. Das ist ja eine Gegend, wo man vielleicht öfter mal ist. Aber von da aus gibt es keine MRT. Da müsste man bis Siam laufen für die BTS und so weiter. Und dann hier runter. Also alles ein bisschen kompliziert. Deswegen mit dem Bus. Ist nicht allzu lange. Ich glaube 20 Minuten bis hierhin. Und dann, ganz spannend, am Ende der Straße hier, wie gesagt, ist Sackgasse. Da muss der Bus auf der Straße wenden. Das ist immer ein Schauspiel. Weil wenn da manchmal Autos im Weg stehen, der lange Bus, ja, vielleicht kriegen wir das mit gleich. Ja, da sehen wir also schon das Ende der Straße. Kein Bus zu sehen gerade. Dann kommt vielleicht auch gleich einer. Und ja, vom Pier aus können wir uns gleich entscheiden, in welche Richtung wir fahren. Ich werde es euch dann verraten, wenn wir da sind. Und hier, ganz interessant, guck mal hier. Fahrradgruppe. Das sind meistens... Das ist ohne Flachs, das sind meistens Holländer. Das ist der Tourbetreiber Co van Kessel. Ist ein Holländer oder war ein Holländer. Ich glaube, der lebt selbst nicht mehr. Die Holländer lieben es ja Rad zu fahren, bei welchem Wetter auch immer. Und ich schwöre, das sind 80% der Gäste, sind die auch Holländer. Ja, auf den gelben Fahrrädern, die sieht man überall. Da kann man eine schöne Fahrradtour machen. Vielleicht nicht unbedingt in der Mittagssonne, aber eine geführte Tour ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Können wir vielleicht auch mal machen, oder? Eine Fahrradtour. Ja, eine gute Idee. Ja. Vielleicht nicht in der Mittagssonne, aber kann man echt mal machen. Muss ich vorher fragen, ob ich da filmen darf. Ja, weil könnte sein, dass dann der eine oder andere aus der Gruppe dann, aus der Fahrradgruppe, mal mit ins Bild kommt und da musst du schon vorher fragen. Also wenn das so, dann dauerhaft und ja, ihr wisst schon. Aber das sollte normalerweise kein Problem sein. So, hier stehen natürlich auch Tuk-Tuks bereit. Also da vorne ist das Pier. Ich will jetzt noch ein paar Minuten abwarten. Es kommt bestimmt jetzt jeden Moment ein Bus. Oder gibt es die Linie nicht mehr? Schon wieder was geändert, hä? Aber normalerweise steht hier immer mindestens ein Bus. Aber hier warten auch Leute. Also ich gehe davon aus, weil hier ist nämlich die Bushaltestelle. Ich gehe davon aus, der kommt jeden Moment. Und dann gibt es hier den Spaß des Wendemanöver. So, da kommt der Bus. Ich wollte vorhin noch sagen, das ist die Linie 206. Ist es nicht, mein Gedächtnis hat mich da verlassen, das ist die 204. Ja, also die weltberühmte Linie 204.
kommt jetzt hier zum Ratchavong Pier. Und jetzt kommt das Wendemanöver. Ja, meistens stehen ja hier irgendwelche Verrückten im Halteverbot in der zweiten Reihe, wie auch immer. Jetzt macht er schon die Warnblinkanlage an. Muss jetzt gucken, wie er jetzt hier das Wendemanöver macht. Also geht gleich los. Die Leute steigen erstmal aus. Und dann wird jetzt hier gewendet. Das Spektakel beginnt. Manche Leute kommen von nah und fern, um sich dieses Manöver hier anzuschauen. So wie wir. So. Ja, heute hat er Glück, glaube ich. Ach, guck mal hier. Ja? Die Straße ist nicht so breit. Da muss er ein paar Mal vor und zurücksetzen. Interessant, oder? Ja. Guck mal da. Ja. Der hat ja keine Kamera hinten, also der macht das nach Bauchgefühl. Interessant. Und da laufen immer noch Leute hinterher, also hinterm Bus her. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Vorne, komm da rum. Nee, muss nochmal zurücksetzen, das sind die Motorräder. Auch hier, er jetzt will sich eigentlich schnell dran vorbeischleichen, aber jetzt kommt noch einmal zurücksetzen. Und dann ist das Wendemanöver vorbei. Guck da, bravo. So, das ist Thailand, ne? Die Linie 204, die weltberühmte. Hier, Wendemanöver am Ratchavong Pier. Ja, ich kenne sowas Ähnliches ja aus meiner Zeit als Kraftfahrer mit einem 40-Tonner irgendwo zu wenden. Oder wenn keine Wendemöglichkeit, dann fährst du das Ganze wieder zurück, rückwärts. Da habe ich schon Sachen erlebt. Ja, ja. Und dann werden die Straßen immer enger und immer enger. Manchmal wirklich, ob ich in Frankreich gewesen bin, in Portugal oder wo auch immer. Die Straßen wurden immer enger, immer enger. Das Navi führt dich daher und dann auf einmal ist Feierabend. Da kommst du auf einmal nicht mehr um die Kurve rum, weil das dann eine kleine Gasse ist, ne, spitzer Winkel oder sowas, alles wieder zurück. Da kriegst du Herzraten, da wird ja auch warm, auch im Winter. So, hier ist also jetzt das Pier, das weltberühmte Ratchavong Pier. Gibt es auch eine Toilette, wer muss, zwei Bad. Und hier schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Man kann also hier in beide Richtungen fahren. Was wir jetzt machen werden, wir haben quasi jetzt eine kleine Bootsfahrt. Es gibt auch private Bootstouren hier, auch auf so Longtail-Booten kann man machen. Hier ist die berühmte Fischeverfütterung. Ja, ist also ein Ritual. Hier unten sind nämlich die riesen Fische. Guck mal hier, ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Aber gleich, wenn die Futter bekommen sollten, dann kann man es sehen. Da zum Beispiel, ja. Guck mal hier, wie viele von diesen riesen Fischen da sind. Ja, und die streiten sich jetzt. So, das Ganze, wie gesagt, nennt sich Ratchavong Pier noch einmal zum Mitschreiben. Und hier sind auch die Bootslinien aufgemalt auf dem Schild hier vom Chao Phraya Express Boot. Also, wer es interessant findet, der kann auch hier oben mal, halt es mal ein Momentchen ruhig, kann sich das hier oben abscannen. Und dann kann er die App sich aufmachen oder kommt auf die Webseite vom Chao Phraya Express Boat. Da kann man dann die einzelnen Linien auch sehen. Es gibt ja verschiedene Flaggen. Das ist immer die rote Flagge, die grüne, gelbe und hier die orange. Ne? Das sind also die verschiedenen Linien auch. Und hier sieht man es auch. Ja, nochmal Red Line, Green Line, Yellow Line, Orange Line. Da sieht man auch, wo es hingeht. Die meisten gehen also nur bis Saturn. Aber eine Linie geht bis zum Wat Rajing Korn, aber auch nicht so oft. Ja, und hier sind noch die Preise dabei, 16, 21 bis zu 30 Baht für die verschiedenen Boote. Es gibt hier auch noch ein Touristboot,
Ja, das Touristboot ist etwas teurer. Dann gibt es hier auch mittlerweile ein Elektroboot. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, muss man sich vorher informieren. Hier gibt es auch einen kleinen Schalter oder zwei, wo man Tickets kaufen kann. Wir werden jetzt das nächste Boot nehmen, flussabwärts. Und zwar fahren wir bis zum Saturn Pier. Und da hinten sehe ich auch das Elektroboot kommen, das sehen wir dann auch gleich. Wir fahren bis zum Saturn Pier, weil da endet nämlich heute unser kleiner Ausflug in der Gegend um das Saturn Pier, nämlich Sapan Taksin. Das ist die Brücke, die über den Chao Phraya drüber geht. Da endet heute unsere Tour. Und von da aus nehme ich wieder den Zug zurück, BTS zurück in meine Nachbarschaft. So, Ticket lösen nach Saturn, 30 Baht. Hier gibt es noch ein Ticket dabei. Zeichen drauf, wunderbar. Also hier, 30 Baht bis Saturn. Ich weiß nicht, welches Boot jetzt für mich in Frage kommt. Vielleicht dieses hier sogar schon. Bei Saturn. Wir schauen mal eben, Mister. Ja, also das war doch nicht mein Boot, aber ihr könnt noch mal sehen, das ist das Elektroboot. Ja, weil da stand auch dran 30 Baht. So, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt meine Linie gewesen. Aber ist die grüne Flagge. Wie gesagt, war nicht mein Boot. Aber egal. Meins kommt auch gleich. Und hier drüben gibt es auch noch eine Fähre, eine Fährverbindung. Da kann man also schön sehen. Die Fähre fährt also immer von der Gegenseite hier rüber, hin und her. Und hier ist die große solarbetriebene, ich glaube nicht solarbetrieben, zumindest sind Solaranlagen oben drauf. Ja, man kann also von hier aus auch also flussaufwärts fahren, kann man bis quasi zur Khao San fahren, da steigt man dann aus, ich weiß nicht genau, wie das Pier heißt, dann ist man in 5 Minuten zu Fuß auf der Khao San, auch das geht. So, hier ist er jetzt, unser Dampfer, das Chao Phraya Touristboot, deswegen war es auch ein bisschen teurer, also 30 Baht ist schon die teure Variante, aber hier ist auch oben ein Deck, also quasi Sonnendeck. Und hier wird auch eine touristische Durchsage gemacht, deswegen ist schon ganz okay, dass wir dieses Boot jetzt genommen haben. Wir steigen erstmal die anderen Gäste aus und dann können wir rein. Boot ist fast voll, also gut besucht. Ja, kann man also sehen, innen drin. Viele, wie gesagt, viele Asiaten, die wollen natürlich nicht oben in der Sonne sitzen, höchstens mit Sonnenschirm. Aber wir gehen nach oben, der schönen Aussicht wegen. So, dann geht es jetzt hier drauf. Immer schön aufpassen hier, ja, dass man nicht dazwischen fällt. Und dann geht es die Treppe hoch. Ja, dann schauen wir mal, wo wir uns hier hinsetzen können, damit wir einen guten Ausblick haben. Das ist jetzt also für euch quasi im Preis mit inbegriffen, in eurem YouTube-Abo. Ja, ob Kanalmitglied oder nicht, ihr seid dabei. Aber das nochmal als Hinweis, Kanalmitglieder sind herzlich willkommen. Ich begrüße auch außerordentlich jetzt mal unsere neuen Kanalmitglieder. Unten in der Videobeschreibung kannst du sehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr helft mir, YouTube, und ihr bekommt dadurch bei Kommentaren einen kleinen Sticker, dass ihr also gekennzeichnet seid als Mitglied. So, und jetzt hier vor uns, da bei tollem Wetter, die Magnolia Towers. Dann kommt gleich hier das Icon Siam. Wirklich schönes Wetter heute. Noch, denn ich habe gerade in der Wetter-App mal eben nachgeguckt. 100% Regenwahrscheinlichkeit in etwa einer Stunde. Und da kommen auch schon die ersten Wolken. Also, das kann sich hier wirklich sehr, sehr schnell ändern. Deswegen ist schon ganz gut so, wie es ist. So, und jetzt
vorwärts hinter der Biegung gleich hier. Hier kommt also das Icon Siam. Da vorne sehen wir das Hilton, das Millennium Hilton hier am Chao Phraya. Eine ganz tolle Rooftop-Bar auch, nicht so überlaufen. Da hinten die goldene Kuppel, das ist Lebua State Tower, weltberühmt. Aber jetzt hier vorne, wie gesagt, das sind hier zum Hilton gehörend. Da fahren auch eigene Shuttleboote rüber zum Saturn Pier. Also als Gast vom Hilton hat man hier, auch hier beim Bahn Chao Phraya, hat man hier eigene Shuttleboote. Und hinterm Hilton direkt ist das Icon Siam. Auch ganz tolle Geschichte. Gehen wir die Tage auch mal hin. Ja, jetzt mal einen Blick zurückwerfen. So sieht es also nach hinten aus. Und da kommt gerade ein Speedboot, also hier so ein Longtail-Speedboot mit relativ, ich würde mal sagen, mit hoher Geschwindigkeit. Die kann man also privat auch mieten. Und dieses Boot hält auch nicht überall. Ja, dieses Touristenboot ist nice. Man kann also rechts und links schön gucken. Aber es hält nicht überall. Deswegen geht es schneller. Für den einen oder anderen ist das eine willkommene Abwechslung, hier mal zügig über den Fluss drüber zu kommen. Kostet ein paar Cent mehr. Aber man ist auch, wie gesagt, schneller am Ziel. Die kleinen Boote, nicht die Touristenboote, sondern, wie nennen sich die? Der hält also an jeder Ecke. Der fährt immer kreuz und quer hält an jedem Pier. Und jetzt hier kommt das Icon Siam. Also hier nochmal das Hilton kurz. Und dann kommt hier das Icon Siam. Und diese beiden Türme sind im Moment, die Magnolia Towers, sind die höchsten Gebäude in Bangkok. Mit der Spitze, die wird mitgemessen. Ja. Das war ursprünglich mal Baiyoke Sky Tower, war mal das höchste Gebäude. Dann war es der Mahanakhon Tower, den sehen wir da hinten. Da hinten, dieses Gebäude, was so aussieht wie so ein Tetris-Stein, das ist das Mahanakhon Tower in Siloam. For passengers alighting here, please stand by at the exit. Und nun sehen es die beiden Türme hier. Please mind the gap between the boat and the pier. Ja, da nochmal schön zu sehen. Mahanakhon Tower, ehemals höchstes Gebäude. Und hier auf der anderen Seite übrigens, wo ich sehe es gerade, ach da, Oscar und Blanco. Sehr schöne Location für abends, haben eine schöne Bar. Sitzt man auch draußen gut, muss man allerdings reservieren, weil es da jeden Abend voll ist. Ist ein bisschen teurer, aber wer kann, ne? Ja, war gerade. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel eines dieser Shuttleboote von den Hotels. Da ist keiner drauf. Manchmal fahren die auch nur für einen alleine. Oder die fahren alle paar Minuten hin und her. Der fährt also jetzt zurück zum Saturn Pier. Wenn dann gerade keiner am Hotel weg will, dann muss er trotzdem fahren, weil später kommen ja unter Umständen da hinten am Saturn Pier Gäste, die zurück ins Hotel wollen. Also diese Art Junken, die fahren also immer hin und her. So, und hier die letzten verlassen das Schiff hier. Jetzt geht schon weiter. Oder das Boot. Jetzt geht schon weiter. Und die nächste Station ist dann auch Saturn Pier. Und ihr seht da hinten, die Wolken werden immer dichter. Wenn man hier runter schaut, keine einzige Wolke zu sehen, schöner blauer Himmel. Also der Schein trügt. Ja, hier kann man tatsächlich ein kleines Sonnenbad nehmen. Ein paar Minütchen, ist nicht zu gefährlich. Ja? Und dann geht es gleich, wie gesagt, zum Pier. Ja, hier. Natürlich Touristengruppen teilweise auch hier oder private Guides, die man sich hier für so einen Tag engagieren kann. Guck dir hier die Farben an, das ist auch gewaltig, oder? Ja, hier, Sapang Taksin, das ist also die berühmte Taksin-Brücke.
Da drüber fährt also auch die BTS. Ja? Und diese BTS in die andere Richtung, die nehme ich dann gleich wieder. Und das ist jetzt hier die Anlegestelle Sathorn Pier. Sathorn. Sathorn. สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือสาธร der berühmte For passengers arriving here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. Ja, hier der berühmte Ghost Tower. Da weiß ich nicht, ob der irgendwann mal abgerissen wird oder was damit geschieht. Keiner weiß es so recht. Also, runter geht's jetzt hier vom Boot. Ist mitunter ein bisschen windig hier, aber hier ist auch Endstation. Das Boot dreht also hier auch gleich. Gehen wir mal schnell hier die Treppe runter. Das Boot dreht also quasi jetzt hier schon zum Anlegen, damit es gleich in der richtigen Richtung wieder zurückfährt. Hier ist Endstation, die Leute kommen von oben runter. Hier ist Feierabend. Zumindest mit der Bootsfahrt. Wir gehen jetzt noch gleich ein Stückchen ins Viertel hier rein, denn da wird es dunkel. Ich muss also hier schleunigst weg. So, jetzt geht's also hier raus. Raus geht's. Und ich zeige euch auch gleich den Weg, den ich zurücknehmen werde. Ist ein kleiner Umweg, kostet vielleicht auch 10 Baht mehr, aber hat trotzdem eine kleine Ersparnis, Zeitersparnis, weil ich da nicht so oft umsteigen muss. Also das Geheimnis verrate ich euch jetzt gleich an der Übersicht. So, hier ist das also der Ausgang vom Pier. Hier ist ja die Station, die BTS-Station, Sapan Taksin. Und hier gibt es jetzt für mich eigentlich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt BTS zurücknehmen und dann Asok aussteigen und dann runtergehen in die MRT-Station Sukhumvit ist es dann. Oben ist es Asok, unten ist es Sukhumvit. Dann eine Station weiterfahren könnte ich Richtung Phetchaburi Road mit der MRT. Dann dort wieder aussteigen, hochgehen zum Airport Link und dann Richtung Ramkhamhaeng fahren. Ich mache es aber anders. Ich steige hier ein und fahre bis Pia Thai. Ich glaube, da muss ich in Siam einmal umsteigen. Da hält der Zug aber auf dem gleichen Level. Da steige ich nur aus. Auf der anderen Seite wartet schon der nächste Zug. Weil diese Linie hier, die endet National Stadium, nennt sich das am MBK. Da endet also diese Linie. Und wir steigen dann quasi in die Sukhumvit Line ein, die von Süden kommt. Und die fährt dann hoch über Pia Thai noch weiter bis... Ja, ihr wisst schon, da bist du nach Nonthaburi. Ja, das Ganze ist wie gesagt ein bisschen angenehmer. Ich muss zwar auch genauso oft umsteigen, aber da muss ich nicht in Asok, raus aus der Bahn, runter in die U-Bahn. Das ist ja auch von oben nach ganz unten. Dann in Phetchaburi, wieder von ganz unten nach ganz oben. Das spare ich mir dann. Da fahre ich dann lieber mit der BTS nach Pai Thai. Ja, das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal auf den Plan an. Wir machen also jetzt hier den Aufgang zur BTS. Auch verrückt hier, das ist nur ein einziges Gleis hier. Also auf demselben Bahnsteig fährt also der Zug in beide Richtungen. Du musst immer gucken, aus welcher Richtung der Zug gerade kommt und in welche Richtung du möchtest. Auf dem gleichen Bahnsteig beide Abfahrten. So, hier nochmal die Übersicht hier. Also, wir sind jetzt hier unten, Sapan Taksin. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder nehme ich jetzt hier diese Linie, fahre bis nach Siam, steige dort um, weil der Zug hier in National Stadium am BK zu Ende wäre. Steige hier um, bis nach Pai Thai und nehme dann den Airport Link hier rüber nach Ramkhamhaeng. Oder ich könnte von hier, ja, also von unserem Standort Sapan Taksin bis Saladeng fahren. Und dann in die blaue Linie einsteigen und bis nach Phetchaburi fahren. Der Unterschied ist nur, ich muss hier
von oben nach unten klettern. Also ja, ich komme jetzt aus der BTS hier raus und muss dann in die Metro. Das ist ein kleiner Weg, also über Brücken und nach unten und so weiter. Deswegen nehme ich gerne die Strecke über Siam. Ist einfacher und schneller. So, hier gibt es die Karten, keine kleinen Münzen. Die Karte draufhalten auf das Ding hier. Und schon geht es hier durch. So, und auch wenn hier zwei verschiedene Wege angezeigt sind, hier nach Bangwa, ist hier angezeigt, National Stadium ist dort angezeigt. Es geht auf den gleichen Bahnsteig, nur der eine Zug hält eben im vorderen Bereich, der andere im hinteren Bereich. Also hier ist einspurige Verkehrsführung. Die warten also hinten auf der Brücke immer, um den Gegenverkehr reinzulassen. Das ist also eine Besonderheit an dieser BTS-Station hier. So, wir sehen uns also hier, das geht nach Bangwa. Wir haben hier nur ein einziges Gleis hier. Und dann auf der Brücke, das kann man also schön sehen, auf der Brücke wird es zweispurig. Und manchmal kann man da schon den anderen Zug sehen, wie er dort wartet, dass er hier in den Bahnhof einfährt. So, der Zug verlässt den Bahnhof hier. Da vorne wird zweispurig. Über den Chao Phraya River. Hier nochmal ein kurzer Blick auf den Ghost Tower. Und dann müssen wir nämlich jetzt schon hier auf dem Bahnsteig ganz an das andere Ende, weil der Zug in dem hinteren Bereich hält. So, jetzt kann man in der Ferne schon gut erkennen, da kommt jetzt unser Zug, unsere BTS, Richtung National Stadium. The next train is for National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. So, und hier ist es schön angenehm drin. Also angenehm klimatisiert. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und ihr bleibt schön gesund. Dann braucht ihr keinen Doktor. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Also, tschüss und bis bald.